Wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Forex Pro Systeme Live Trading. Natürlich mit Thorsten Helbig zusammen. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat heute Morgen begrüßen. Ich bin gespannt, was der Thorsten mitgebracht hat, was er zu erzählen hat, analysiert oder gegebenenfalls handelt, je nachdem, was sein Setup sagt. Und von daher würde ich sagen, springen wir mal direkt zum Risikohinweis. Denn wie jedes andere Webinar auch, dient dieses natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie nichts des gleich Gezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Thorsten zeigen wird. Denn schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig. Von daher das immer vorweg. So, Thorsten, dann darfst du jetzt. Zack. Muss ich mal gucken, welchen ich nehme hier. Ja. Das sieht gut aus. Okay. Das scheint zu funktionieren. Guten Morgen erstmal in die Runde. Ich hoffe, nach den Kritiken der letzten Male habe ich meine oder unsere Technik hier komplett aufgerüstet. Ich habe einen neuen Rechner hier hingestellt, den wir letzte Woche schon mal kurz testen konnten, der wesentlich mehr Performance hat und deswegen der ganze Kram auch etwas flüssiger laufen sollte. Eigentlich wollte ich euch heute ein bisschen überraschen und hatte mir was aufgebaut. Mal gucken, ob man das sehen kann. Da drüben. Da haben wir ein Touchscreen an die Wand gehängt und haben dort einen Haufen Technik aufgebaut, um das nächste Mal eventuell dann dort am Touchscreen auch zu arbeiten, damit man ein bisschen was besser erklären kann. Leider hat es den Nachteil, dass ich dann immer aus der Kamera hüpfe, wenn ich da hin und her renne. Zwischen Touchscreen und Bildschirm und so weiter. Und deswegen bin ich weiß ja nicht, ob da vielleicht einer cleverer ist als ich, damit man mal ungefähr ein Bild hat, was hier so passiert. Deswegen habe ich mir so ein Gedöns hier zugelegt und dieses Ding soll mich ab nächste Woche ganz alleine verfolgen und soll mich im Bild behalten, soll mich im Fokus behalten, wenn ich hier hin und her springe. Und das habe ich leider noch nicht hingekriegt, dass mir das Ding im Bild behält und mir auch hinterher rennt. Und wenn da einer Ahnung von hat und mir vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen kann, dann wäre das vielleicht hilfreich. Vielleicht hat der hier. Weiß nicht, Flo, kannst du das bestätigen? Ist der Ton schlecht abgehackt und das Bild auch? Nee, ich kann es gar nicht bestätigen. Also bei mir läufst du sehr, sehr flüssig. Also sowohl der Ton, es kommt bei mir flüssig an, als auch deine Webcam läuft sehr flüssig. Alles klar, bei mir vorne hier, bei Conny im Büro auch. Wir machen mal als erstes diese Geschichte von gestern hier. Ich habe die Auflösung von den Bildern hier geändert. Ich hoffe, das hat sich jetzt auch für die, die jetzt gestern und vorgestern da waren, dass die Auflösung sich jetzt gebessert hat. Ich habe die ein bisschen verändert, so dass man auch die Zahlen und auch die Texte hier besser lesen könnte oder müsste. Sollte besser sein als gestern. Super, sieht sehr gut aus. Okay, alles klar. Dann weiß ich auch, wo der Fehler lag. Danke. Wir haben hier gestern diese Analyse gemacht und haben gestern gesagt, wir haben hier dieses Dreieck, in dem wir uns hier begeben oder in dem wir jetzt hier rumtun, haben wir zwei Möglichkeiten. Bevorzugte Möglichkeit, da wir uns in diesem Dreieck hier bewegen,
hier bevorzugte Möglichkeit ist, dieses Muster hier, dieses grüne Dreirechteck hier, na komm her, lässt sich nicht markieren, warum nicht? Komm her, ja, da. Dieses grüne Rechteck von da nach da zu duplizieren, je nachdem, wo er ausbricht. Ziel hatten wir oben zwei Stück. Einmal die 10720 und nach A gleich C die 10598 plus 1. Das ist diese Linie hier über dieses Hoch hier. Dort sollten wir einmal drüber gucken. Das ist bis jetzt nicht passiert. Im Gegenteil, wir haben gestern früh hier Punkt 10 Uhr zwar den Anlauf genommen nach oben, haben dann einmal oben rausgeguckt, um dann hier oben zu wenden und nach unten wegzuziehen. Einmal einen Fehlausbruch, zack, nach unten, hier unten den nächsten Fehlausbruch. Hoch, nochmal da oben raus und wieder runter. Ich habe mich dann gestern etwas zurückgehalten, so wie ich das diese Woche seit Mittwoch schon mache. Wir haben seit letzter Woche Donnerstag, also Donnerstag, Freitag, anknüpfend an die Analysen von letzten Donnerstag, haben wir am Donnerstag, Freitag und Montag, Dienstag eine satte Performance hingelegt, so dass ich mich am Dienstagabend, nee, am Montagabend schon, ne? Dienstagabend habe ich mich auszahlen lassen, um keine Dummheiten hier im Chart zu machen. Was übrigens aus psychologischer Sicht ich eben nur mit auf den Weg geben kann, wenn man mal einen guten oder einen sauguten Tag hatte und wirklich mal 200, 300, 500, 5000, 12.000 Euro verdient hat, dann drückt auch mal auf den Knopf, lasst euch die Kohle auszahlen, um sie nicht hinterher wieder zu in den Markt zurückzugeben. Die Gefahr besteht, die besteht nicht nur bei Anfängern, die besteht nicht nur bei Lernenden, sondern die Gefahr besteht auch bei Profis. Die sind genau solche Menschen wie jeder andere auch und wir haben alle die gleichen menschlichen Züge, dass man denkt, okay, wenn man jetzt einmal richtig gut ist, dann kann das ja nur noch besser werden. Das ist so, wenn man mit dem Fahrrad irgendwie mal schnell einen Berg runterfährt oder Skifahren, ist ja eine meiner liebsten Metapher. Skifahren, wenn die erste Abfahrt, zweite Abfahrt, dritte Abfahrt richtig gut ist, dann wird man immer mutiger und immer schneller und immer zügiger und irgendwann schießt man Purzelbaum und Helm kaputt. Loch im Helm, Bein kaputt, Ski kaputt. Und genauso ist es hier auch. Und immer wenn man dann so eine gute Abfahrt hinter sich gelegt hat, dann sollte man sich vielleicht auch mal ein bisschen in die Sonne setzen, auf die Terrasse und einen Hefeweizen trinken und überlegen, ob man überhaupt noch eine Abfahrt macht oder ob man nicht auf morgen wartet. Einer der Gründe, warum ich meine Konten am Dienstagabend, späten Nachmittagabend abgeräumt habe, um mich selber zu schützen, habe sie dann gestern wieder kapitalisiert und was wir gestern gehandelt haben, das gucken wir uns gleich mal an. Ich habe mich hier aus dieser Phase hier dann ganz bewusst zurückgehalten. Warum? Das hier war gestern unser Plan. Da. Wir haben gesagt, Alternativroute ist die blaue Route, das heißt hoch, hier einmal bestätigen und dann nach oben ziehen. Wir haben Zielbereich bei der 106. Wir wollten 10598 plus 1. Also entsprach das hier oben exakt. Genau das hier entsprach exakt der Zone, wo wir hin wollten. Bevorzugte Route ist die rote Route gewesen. Das heißt, hier hoch. Dann runter und dann wieder hoch. Diese Geschichte hat er nachher auch gemacht. Ich habe diese ganze Chose hier, diese blaue Route, habe ich nicht mitgenommen
Unter anderem, weil auch meine Margin nicht gereicht hat. Wie gesagt, ich habe mich auszahlen lassen, als dann diese Kiste runterkam hier. Das ist ja das Schöne. Muss man ja auch mal Flo und seinen Kollegen mal, sag ich mal, fast applaudieren. Das Schöne ist ja, wenn man eine Einzahlung tätigt und die zügig braucht, weil man eben mit der Margin oder so ein Problem hat, ist das in der Regel innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Das heißt, wenn man Geld dorthin per Sofortüberweisung oder so einzahlt, dann ist das bei mir jedenfalls, und ich gehe mal davon aus, dass bei allen anderen auch so, innerhalb von kürzester Zeit erledigt. Als die Setup dann hier sich aufgetan hat, habe ich genau das getan, habe dann mein Konto wieder kapitalisiert und dann war genau hier unten, das war das Schöne, zu den News gestern, eine Lunte, zweite Lunte, dritte Lunte. Alle drei, alle Kerzen hier, alle haben oberhalb von diesem Zielbereich hier, oberhalb von der 10514 geschlossen. Und wenn wir diesen Zielbereich hier unten, wenn wir den hier erreichen und den hier sogar erreichen, die 10496, was ziehen wir für eine Schlüssel da draußen an der Oberkante? Was ziehen wir, wenn wir diesen Abmarsch hier haben? Wir haben ja diesen Plan hier gestern gemacht. Diesen Plan. Welche Schlüsse ziehen wir dann daraus? Erstmal ist es ja schwierig, hier schon mal in die blaue Route läuft, schon mal die Füße stillzuhalten. Also es fällt mir auch schwer. Aber wenn man einen Plan hat, dann macht man den ja deswegen, um ihn einzuhalten. Welche Schlüsse zieht man daraus? Ihr dürft hier reinschreiben, das darf man. Dafür gibt es sowas hier, ne? Da sind so Tasten drauf, so. Ich weiß, die sind durcheinander. Ich habe das schon mal versucht, bei mir zu ändern. Das heißt, ich habe dann oben angefangen, so mit A, B, C, D, E, F. Aber dann ist der ganze Bildschirm durcheinander gekommen. Wenn wir hier unten diesen Bereich anlaufen, dann sollten wir oben auch diesen Bereich anlaufen. Wenn wir hier unten diesen Bereich anlaufen, ich probiere jetzt mal was. Ne, geht nicht. Wenn wir hier unten diesen Bereich anlaufen, hier, den, dann sollten wir oben auch diesen hier anlaufen. Da. Wir haben knapp hier unten darüber gebremst, also sollten wir auch oben knapp darunter bremsen. Und genau das ist das Setup, was ich gestern dann gehandelt habe. Genau diese Nummer. Und damit man mal sieht, wie sowas funktioniert. Muss ich mal gucken, wo wir das haben. Gestern war Mittwoch. So. Wer die Route blau gewählt hat, es waren die Position BE abzusichern. Und dann kam gestern Nachmittag die News. Und dann die Euro-Positionen werden am Ziel bei 10598 glattgestellt. Hat er natürlich nicht erreicht. Und wir haben gestern dann die Shorts gestartet und haben den DAX bei 13.725, 100 Punkte raus. Und hier dann genau der Punkt, rote Route, wer hatte Vertrauen zu Papas Plan, den wir gestern früh hier exakt gemacht haben. Ich glaube, viel sauberer kann man hier in der Geschichte nicht arbeiten. Den Plan, den wir gestern gemacht haben, der wird sich hier heute.
Sehr schön. Ich habe nur die Teilnehmerliste im Auge behalten. Sind die Setups vom Morgen den ganzen Tag gültig? Richtig. Die Setups, die mache ich ja morgens nicht nur für eine Stunde. Ne? Ihr müsst wissen, ich bin kein Junge für eine Nacht. Mir genügen schon 2 Stunden. Wir haben diesen Plan. So ein Plan ist ja für mich ein Tagesplan. Und wir haben mehrere Möglichkeiten, logischerweise. Diese Geschichte hier sollte nach oben laufen. Diese sollte nach unten und dann nach oben laufen. Und dieser Plan hat so lange Gültigkeit, bis sich das Setup in Wohlgefallen auflöst. Wenn ich so wie hier diese Nummer durchgezogen habe, meinen Stop nachgezogen habe, mein Tagesziel drin, dann darf ich und kann ich mich verabschieden. Ansonsten, wenn ich so einen Plan hier mache, hat der logischerweise den ganzen Tag Gültigkeit. EuroPro hat sowieso den ganzen Tag Gültigkeit, aber dazu brauchen wir erstmal eine klare Richtung. Diese klare Richtung nach EuroPro hatten wir gestern Vormittag bis hierher. Nach diesem Bruch von diesem Tief gestern Mittag gegen 11 Uhr ungefähr, nach dem Bruch von diesem Tief, mussten wir ab hier umdenken. Ab hier war Short angesagt. Und das schauen wir uns auch gleich mal an. Das heißt, im Großen und Ganzen haben, guck mal hier, jetzt hat er den Zielbereich exakt angelaufen. Das ist aber der von gestern, das ist nicht der von heute. Den hat er jetzt hier unten exakt angelaufen, um sich direkt von da unten nach oben abzustoßen. Und wie wir sehen, das ist der Plan von heute. Das sind die aktuellen Zielbereiche für heute. Da 93,5 ist der Zielbereich unten und gedreht hat er bei 96. 2,5 Punkte darüber und exakt, ich schiebe die jetzt mal nebeneinander, exakt an diesem tieferen Zielbereich von gestern. Wenn wir jetzt die Kombination nehmen, dann errechnet sich exakt daraus dieses Ziel 10571, weil wir sind hier noch eine Etage tiefer gerutscht. Daraus errechnet sich 10571. Was ich hier heute so darstellen sollte, wenn ich die gestrige und die heutige Analyse zusammennehme, die 71 sollten wir oberhalb hier von der 64 landen. Wir haben diesen Zielbereich dort und danach ergibt sich jetzt dieser Verlauf. Und ich male für mich heute nur eine Route, weil ich werde nur eine Route handeln. Wir haben 850% auf dem Handelskonto gemacht diese Woche bis Dienstag. Von gestern will ich gar nicht reden. Und deswegen etwas Abstand. Ich werde mich mit dem Live etwas zurückhalten. Wir können jetzt hier hoch, wir können hier nochmal bremsen, können dann nochmal runter bis an die 93. Hier nochmal so ein kleines nachlaufendes Tief, um dann hochzulaufen. Wahrscheinlich bis dahin. Dann nochmal ganz kurz darunter. Und dann hoch. Und wenn das ein exakter Longtag wird, dann werden wir sogar Rücklauf, werden wir sogar da diesen Zielbereich anlaufen. Das ist das Setup von heute. Haben wir überhaupt einen Knipser hier heute? Wer macht Pictures für unsere Community? Robert. Gut. Das heißt, wir haben hier einen Zielbereich und einen Exit-Bereich und wir haben
dort einen Exit-Bereich, weil Ziel ist nach wie vor 105,98 plus 1. 05,98 plus 1. So, das heißt, ich werde mir hier unten, werde ich mir Long Setup suchen, weil ab hier habe ich das kleinste Risiko. Das beste CRV. Ich mache das auch mal blau. Long-Positionen haben besseres CRV. Long ab 1,04,95,96. Ups, das ist long, nicht ein. Long. So, long up hier unten. Da kann man auch schon mal mit einer Limit arbeiten, wenn man das will. Ne? Gucken, ob ich die jetzt hier finde. Da haben wir die Zielbereiche. Nachlaufendes Tief. Wir müssen aufpassen. Die Stops für die mittelfristigen Positionen. Paternoster aufpassen. Mittelfristig und Euro Pro müssen wir ein bisschen trennen. Stops müssen. Stops müssen unter die 71. Und wir wollen hoch zur 99, das heißt 05, BE ab 25 Punkte im Gewinn und diesen BE-Schutz auch einschalten. Kurzes Bild, bitte. Und immer schön Piep sagen, wenn du geknipst hast. Da ich jetzt gleich wieder einen anderen Chart wechsle, platziere ich hier eine Long Limit. Genau. Und diese mit 3 Punkten Rücklauf. So, und jetzt zieht die schön nach. Zielbereich unten geholt. Wieso holt der eine Position und die anderen nicht? Stops haben wir unter der 71 und genau nach meinem Tagesplan. Wir haben das bessere CRV. Hier oben einzusteigen wäre falsch gewesen. Ich wollte dieses nachlaufende Tief haben. SL unter 104,71. Wer die Eier in der Hose hat, sogar mit etwas Luft. Und Schlusskurs unter 10471 macht das Setup hinfällig. Das heißt, wir sollten nicht tiefer fallen, nicht viel tiefer. Deswegen müssen auch die Stops dort unten drunter. Wir haben hier dieses Tief mit zwei Kerzen nacheinander.
was passieren kann, dass er hier einmal ganz kurz drunter lugt und dann nochmal Luft holt. Aber ich gehe noch nicht davon aus, dass er im Moment hier unter die 71 oder unter die 82 fällt. Hier, da haben wir die Tiefs, da. Hier haben wir die 82, dort haben wir die 71. Ich gehe noch nicht davon aus, dass er diese Geschichte jetzt komplett direkt auflöst. Das ist noch zu früh. So, wenn wir jetzt diese Dinge hier mal verbinden. Dann sehen wir, kann jetzt hier auch auf diese Linie aufsetzen. Dazu müssen wir diese Tiefs hier verbinden. Da. Und dann sehen wir, dass er da noch etwas Luft hat und dass er jedes Mal hier und hier jedes Mal extrem abgewiesen wurde. Wenn er hier jetzt genauso abgewiesen wird, haben wir die gleiche Möglichkeit, nämlich hier, wenn wir hier unten das wegnehmen, dass wir auch hier oben einmal ganz kurz drüber lupen und diese Nummer oben auch abarbeiten. Auch davon bitte nochmal ein Bild. Mein Take Profit, den habe ich hier oben platziert bei der 10599, also 10598 plus 1, also liegt mein Take P, wenn wir die 98 anlaufen, liegt er bei der 96. Ich habe ihn erstmal auf 110 Punkte gesetzt. Wir werden heute auf Slack noch ein bisschen was zusagen oder ein bisschen was verfolgen. So viel zu dem Tagesplan, ist der klar? Verständlich, was ich hier machen will, warum ich das tue? Ist irgendwas nicht klar? Muss ich auf irgendwas nochmal eingehen? Okay, wenn keine Fragen sind, wechseln wir. Und zwar dahin. Ich habe euch hier einen Link reingepackt. Auch unten einmal hier in das Fragenfenster, in das Antwortenfenster und einmal in den Chat. Das ist unsere Analyse, die ich zum Wochenende gemacht habe und habe sie hochgeladen auf unsere Homepage. Die könnt ihr dort gerne mal runterladen und mal reinschauen. Hier im DAX bevorzugen wir im Moment absolut die Short-Positionen. Wir haben da. Wir haben hier eine inverse SKS. Ich nehme mal das ganze Bild hier, dann kann man das besser sehen. Und ich nehme mal der Einfachheit halber den Fibo hier raus. Damit nicht so viel durcheinander ist und nehme dieses grüne Kästchen hier mal raus. Das zweite grüne nehme ich erst nochmal weg. Da. Regelwerk SKS. Wir handeln überwiegend Shorts und diese Shorts sind Long sind ab 13.600 zu reduzieren, maximale Hochs 13.650, die haben wir schon lange gehabt und wir haben Regelwerk Schulter, Kopf, Schulter. Wir haben hier eine Schulter, wir haben hier die zweite Schulter, die einen Tick höher ist als die erste, wir haben dort einen Kopf. Wir haben die Nackenlinie jetzt das zweite Mal gebrochen, haben korrigiert, haben gestern unter der Nackenlinie geschlossen. Und jetzt sollte er hier vielleicht noch einmal kurz zurücklaufen, um dann nach unten wegzubrechen. Es hat uns gestern, wo die letzten Tage, hervorragende Punkte eingespielt. Das hat mal so richtig schön gescheppert. Und jetzt müssen wir uns diese Geschichte im
H1 mal anschauen, wenn ich den jetzt hier irgendwo finde. Okay, nehmen wir den. Das waren unsere dicken, fetten Marken gestern. Der Ausflug über die 13.8 hat gestern, glaube ich, alle überrascht. Aber ich nehme hier jetzt mal alles raus. Wir haben dann gestern Abend, wer hat denn die SKS gestern mitgehandelt, gestern Abend? Und wer hat sie denn überhaupt verstanden? Als ich sie gepostet habe, diese Geschichte, wir machen das mal im H1. So. Als ich sie gepostet habe, waren wir hier noch im sterbenden Bereich. Demnach haben wir nämlich, ups, falsch. Da hatten wir dieses Tief bei der 7 und bei der 14. Demnach hatten wir hier eine Schulter. Danke. Wir haben dort einen Kopf. Wir sollten dann demzufolge irgendwo hier in diesem Bereich eine zweite Schulter kriegen, da. Und hier die Nackenlinie, die konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausmachen. Das Paradoxe ist, wenn man sich das jetzt im kleinen Bild anschaut, unsere Seminarteilnehmer, wir haben das ja vorgestern schon mal live gemacht, richtig? Kann man diese ganze Geschichte so werten? Da? Nur nicht hoch genug, um dann von oben nach unten wegzulaufen. Und das ganze Ding dann auch ab der Linie aufzulösen, was somit ein Ziel hier unten ergeben sollte bei, was haben wir gestern als Ziel angegeben bei uns in der Community? Was waren die Ziele, die wir haben wollten? Stefan, höchsten Glückwunsch oder beste Glückwünsche dazu. Wir hatten als Mindestziel die 13.620 angegeben. Und nach diesem Muster sollte die 13.572 kommen. Als er hier nachher diese Geschichte hier gemacht hat, bin ich gestern Abend noch ausgestiegen, habe ich auch geschrieben, bin dann raus, meine Nerven lagen blank. Wir haben gesagt, wir wollten hier runter bis Minimum zur 13.6. 13.6 ist eine ganz, ganz wichtige Nummer. Und wenn wir uns jetzt das Spiel im M5 angucken, dann habe ich gesagt, das wichtige Tief, und das ist genau das hier. Das hier ist das, was er gestern Nachmittag gemacht hat, was diesem Vorgängertief hier entsprach. Deswegen genau dieses Tief sollte eventuell nochmal angelaufen werden. Dieses Low haben wir bei 5,23 und wir haben hier das Low sogar bei 4,99, also bei 500 gemacht. Und damit das ganze Ding komplett abgearbeitet und erfüllt. Was passiert hier jetzt heute? Wir haben hier das Hoch von heute Nacht. Das ist bei 6,68, das heißt noch 100 Punkte nach oben und demnach, ja, wir bleiben hier. Demnach haben wir hier das Nachthoch, diese Geschichte male ich jetzt mal rot. Wir haben das Nachthoch und deswegen dürfen wir jetzt noch einmal bis da hoch an das Nachthoch und an dem Nachthoch sind wiederum neue Shorts drinne. Bitte hier aufpassen.
So, Shorts ab dem Hoch aus der Nacht. Dahin und auf Umkehr achten. Wir haben gestern Nachmittag gesehen, wie schnell das geht, wenn so eine Marke angelaufen wird, dass er ebenfalls auch nach oben durchziehen kann. Also solche Setups bitte nur handeln, wenn der Markt auch in diesem Bereich Schwäche zeigt. Und was dazugehört, Stops schnell hinterher, Positionen schnell absichern und vor allen Dingen das Kapital relativ schnell sichern. Das hat hier in diesem Bereich Priorität. Wir haben als Ziele hier unten die 13.010. Ich mache das jetzt nochmal ein bisschen größer. Ziele. 13.010, 12.820, 12.764. Das sind unsere Ziele. Und jetzt bitte einmal das hier knipsen. Bitteschön. Sonst rennen die Paternoster heute wieder kopflos durch die Gegend. Knipsen und einmal Piep sagen, bitte. Hat jemand geknipst? Okay. Da haben wir hier eine Nummer und die zweite Nummer hier. Und dieses Ding bitte auch nochmal knipsen, damit wir auch die Ziele hier unten haben. Willi, das wirst du noch lernen im Seminar. Nicht so ungeduldig. So, damit sind wir hier auch durch. Der Euro läuft die Nummer genauso, wie wir es geplant hatten. Wo ist unser Plan? Da. Da ist unser Plan. Besseres CRV da unten. Und hier mit 12 Punkten werde ich das Tagesziel rausnehmen. Position 1 wird geschlossen mit Tagesziel, in Klammern ca. 15 Pips, je nachdem, wo ich aussteigen kann, um die Frage nach dem TP zu beantworten. Position 2. Mit Exit 10597. So, damit haben wir alles gesagt, was wir sagen können. Wir haben alles erklärt, was wir erklären können. Mehr haben wir nicht auf der Pfanne. Und deswegen werde ich mich jetzt hier verabschieden und werde euch jetzt mit dem Rest hier einfach mal alleine lassen. Ich glaube, einen Tagesplan habt ihr, den könnt ihr euch auch mitnehmen, hoffentlich ein bisschen mitschreiben und so, und konntet ein bisschen was aus dem mitnehmen, was ich hier erklärt habe, auch wenn es bei dem anderen oder anderen der Ton vielleicht nicht so perfekt war. Es liegt nicht immer nur an uns, es liegt auch man muss die Schuld auch mal bei den anderen suchen. Ne? Es lag diesmal ausnahmsweise nicht an meiner Technik. Ich habe gerade sehr viel investiert, um für euch die Webinare gut zu machen, um die in einer guten Qualität machen zu können, die Abrisse nicht mehr da sind, die Kamera flüssig läuft. Und wenn dann so eine Beschwerden auftauchen, dann kann ich das auf der einen Seite verstehen, wenn der Ton nicht in Ordnung ist, aber dieses ist hier überhaupt
keine Pflichtveranstaltung. Wem das nicht gefällt, wenn ich hier so eine Sachen erzähle, der kann gerne wegbleiben. Es muss ja nicht sein. Man darf aber jederzeit als Gast zu uns kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und mein lieber Carsten, irgendwann komme ich mal mit Möbelpolitur und dann poliere ich dir was ganz Bestimmtes. Ne? Und verabschiede mich und sage danke, dass der Florian wieder so früh aufgestanden ist und sage tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Weißt du, auch für dich stehe ich immer früh auf. Kein Problem. Für das Webinar immer gerne. Ich danke dir und auch den Teilnehmern. Und vielleicht haben wir ja nächste Woche neue Technik. Ich bin gespannt. Von daher. Die Technik ist komplett da, die ist auch komplett installiert. Ich muss nur diese Verfolgungskiste noch hinkriegen, sonst macht das Ganze nämlich nicht so wirklich Sinn. Aber ich arbeite da am Wochenende dran. Ich habe am Wochenende nichts anderes zu tun und hoffe, dass wir es dann nächste Woche auch dementsprechend am Laufen haben. Dann kann man auch sowas hier, so eine Zeichnung und so weiter, auch viel besser darstellen. Ja, alright. Okay, dann sage ich mal bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf die Positionen auf und dahin. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.